Willkommen bei Max Speed Shop. So, eigentlich habe ich jetzt einen Plan, LT anzufangen. Also heißt anzufangen. Ich will heute zum TÜV fahren eventuell. Mal gucken, wie der zeitlich so klappt. Ah, eng. Naja, auf jeden Fall sind wir gerade dabei, den Kaki wieder zu beleben. Weil der steht ja schon wieder seit ein paar Wochen rum und hat natürlich voll keinen Bock drauf. Vergaser leer gelaufen, keine Luft hier auf dem Reifen oder. Na, geht aber noch. Der läuft jetzt. Jetzt muss er laufen. Aber gerade eben habe ich mir richtig schon leer georgelt. Auf jeden Fall muss die Karre wieder laufen, die kann hier nicht doof rumstehen. Ich will noch ein bisschen Lackaufbereitung machen und sowas. Darum geht's heute im Video. Und um den Scirocco. Junge! Ich nehme die mal mit, ne? Sicherheitshalber. Naja. Es geht auch am aktuellen Stand bei einem anderen Projekt. Beim Scirocco-Projekt. Ich habe letztens ein Video gesehen, so nebenbei, dass ich bei Dominik den Scirocco abgestellt habe zum Lackieren. Und ich bringe jetzt die Stoßstangen davon, weil er baut den gerade auch schon zusammen. Alles outgesourced. Läuft bei uns. Bis gleich, Alter. Kein Vertrauen hat er, ne? Kein Vertrauen. Kein Vertrauen. Ich nehme das mal mit, sagt er. Mein Glück hat er das nicht gehört. Ah, ich putze ihn gleich. Ich mache ihn wieder schön, den Kacki. Weil ich finde ein bisschen schade, dass er so rumoxidiert. Ist auch wieder Müllkippe, die Karre. Ja. Immer nur benutzen und fahren, ja, und arbeiten, aber nichts damit, nicht mal pflegen. Schade, Bro. Finde ich auch. Ja. Mach mal wieder hübschi. Bis das gleich, ist Alter. Echt ein geiles Auto. Muss nicht sein. Deswegen, heute das Video widmen wir offiziell dem Kaki und inoffiziell dem Scirocco. Und hier, ja, der Hauptmann macht halt er, weil wir halt parallel unseren Laden am Laufen haben. Und habe ich ihn gefragt und er hilft mir halt als Kumpel so ein bisschen aus. Wie gesagt, da fließt keine Kohle, da fließen nur Gefälligkeiten. Das heißt, wenn er was hat, meinen Transport braucht oder irgendwas, helfe ich ihn auch wieder aus. Ne? Das ist dieses typische, wie es früher immer war, eine Hand wäscht die andere. Das hat dieses Dingsbums dahinter. Ja, ich habe Verdünnung mitgenommen für ihn. Er hat nämlich keine Verdünnung mehr. Er hat die Stoßstangen noch nicht. Und mal gucken, was er gleich so erzählt. Und den Kaki machen wir jetzt gleich wieder spruchreif. Das heißt, einmal zur Score, einmal zur Vorwäsche von der Score. Weil die Hauptwäsche, da darf er nicht rein wegen dem Dachträger. Aber ich denke mal, wenn ich den Vorwäscher ein bisschen beschnacke und 5 Euro in der Hand drücke, gehe ich mal von außen, dass er die Karre einfach vorduscht für mich. Also wie er sauber ist. Dann machen wir die Lackgeschichten noch sauber, machen den Innenraum mal wieder fertig. Mit dieses Auto wieder voll fahrbereit. Das Auto sieht aus wie Scheiße, Alter. Das geht mir voll auf den Sack. Da kann ich verdienen. Das war in meinen Augen das geilste Projekt diesen Winter. Weißt du, das geilste Projekt, was wir hatten. Und warum sollte er jetzt hier doof rumstehen? Also läuft immer gut. Kann man nicht meckern, ne? Man hat sich ja daran gewöhnt, an dieses Auto. Wirklich. Tolles Auto. So, bis gleich bei Dominik. Händisch alles gut. Temperatur sieht ganz gut aus. Motor läuft sauber, Kaki rollt frei. Das einzige Problem, was ich in diesem Wagen momentan habe, warum ich nicht fahre, ist, dass die Handbremse in der Arsch ist. Da ist ein Handbremsseil gerissen, das linke, glaube ich. Und ich muss die ganz dringend noch neu bestellen, damit ich wieder bremsen kann. Weil der Wagen hat halt einen dauerhaften Freilauf. Also den kann man wohl ausschalten, aber bei meinem geht es irgendwie nicht mehr so richtig, mit dem Freilauf ausschalten. Das heißt, du kannst ihn nicht richtig sichern, wenn er bergauf steht. Du musst nur bergauf den ersten Gang einlegen, bei rückwärts hat er nämlich keinen Freilauf. Aber hier ist die einzige Möglichkeit, dass der irgendwie gegen Wegrollen gesichert ist. Und deswegen momentan echt unangenehm zu fahren. Du musst Unterlegkeil vorlegen oder sowas, weißt du? Immer neu bestellen, die Scheiße. Vergesse ich schon seit einem Vierteljahr, glaube ich, oder so. Aber ist halt so, ne? Dann kann ich alles gleichzeitig fahren. Ich meine, seine Hauptsaison war jetzt im Winter. Aktuell fahre ich den Ford. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht, mit welcher Kiste dann weiter läuft. Aber ich will den Kacki nicht missen, vor allem brauche ich als Werkstatttransporter und sowas. Ich muss ihn gleich erst ein bisschen aufbereiten. So gefällt er mir überhaupt nicht. Wirklich nicht, weil er echt aussieht wie Kacke jetzt gerade. Passt halt zum Namen, ne? Kackburg. Hauptmäßig ist fast nichts Geileres, ne? Wenn ihr jetzt mal so hört. Wir sind eine fahrende Stadionorgel. Junge. Boah, nicht. Na, mein Schatzi, alles gut? Was meinst du denn? So zaubenmäßig voll geil, ne? Hallo Mark, ne? Ja, Hallo Mark ohne Lack. Was ein Kack.
Fahrradschnack. Alles gut? Ja, und selbst? Oh, weißt du, wie es ist? Man schläft sich zurecht. Ja, man schläft sich durch. Ne? Man schläft sich durch. Man schläft sich durch. Original. Habt ihr mitgebracht. Geilsten Stoßstangen der Welt. Echt? Ja. Wunderschön. So geil. Ich weiß nicht, warum ich nicht raufziehen konnte auf dem Abschleppwagen. Weil die Abschlepphaken sind in der Stoßstange festgeschraubt. Das ist wie blöd. Das ist echt, ich denke, deshalb, warum hat er keinen Abschlepphaken? Vorne und hinten nicht. Toll. Ich muss aber den Querlenker damals hochziehen, ne? Weil er die Abschlepphaken original an der Stoßstange dran gebaut hat. Über den Unfallbau, die Stoßstange ab, ist das Arschkarte, oder? Ja, also ohne Custom ohne Stoßstange fahren ist schwer. Siehst du hier, guck. Aber eigentlich ziemlich beschissen, weil hast du zwei Schrauben, die diese ganze scheiß Abschleppöse und so festhalten. Ja, wollte ich gerade sagen, stell dir mal vor, du. Guck mal, hinten auch, siehst du da? Also, eigentlich voll die Fehlkonstruktion. Also abschleppen, Schuhkarton oder was? Ja, ehrlich, also das ist Katastrophe eigentlich. Ich muss die Karre gleich dringend mal aufräumen, wie der Wagen aussieht, wie von Schrottplatz. Ah, na gut, der kommt vom Schrottplatz. Also nicht ganz so schlimm. Das passt schon irgendwie zum Gesamtbild. Oh, aber schwer sind sie. Geil sind sie. Sind wesentlich schön mit Metall hinter. Also Stoßstange, also ich sag mal so, einen Stoß abfangen können sie. Zum Rammen geht mir noch klar. Ganze Abschlepphaken an zwei. Die hängt hier in der Konstruktion dran, ja. Dann hier so getüdelt. Niedlich, ne? Von den popeligen 13er Schrauben da. Ja. Und dann einmal das ist doch ein Witz. Ist doch echt ein Witz. Also finde ich, ja gut, das ist ein Scirocco, ist ein Sportwagen, ne? Der hat jetzt keine großen Nutzen oder sowas, weißt du? Aber ich finde das schon ziemlich niedlich. Ja. Am Polieren? Oh oh. Haben wir die Hunde-Weglaufsicherung? Ja. Ah. Oh Junge, Alter! Der fühlt ein langsam Auto. Ja. Also war eine gute Idee, den Kram bei dir auszusourcen. Ja, was? Junge, glänzt ja richtig. Aber das Dach ist richtig dellig, ne? Ja, das Dach ist wirklich dellig. Das ist komplett verdellt, das Dach, ne? Ja, das jetzt sieht man das erst, würde ich gerade sagen. Das glänzt wie blöd. Junge, hat das Dach viele Dellen. Ja. Und Polierkratzer hat er eingekriegt, ne? Aber gut, das ist nicht so dramatisch. Oder? Ja, draußen siehst du das nicht. Ne? Nein, draußen. Nur, siehst du das nicht. Nur hier drin, oder was? Ja, das ist so ein Dreck, wenn Dreck nicht drauf fällt, ne? Ja. Die Seite ist cool geworden, ne? Zeig mal. Ja, gut, das Problem ist ja immer, wenn du Garagenlackierung machst, in Anführungsstrichen, du musst halt immer die Scheiße runterpolieren, weil dieser ganze Staubeinschluss, das kriegst du nicht ganz weg. Auch in der Kabine nicht, ne? Nee, kriegst du auch nicht. Kannst auch nicht staubfrei arbeiten. Alter, kommt echt geil die Seite. Sieht aus, als muss das so. Schön, ne? Ja, ohne Scheiß jetzt. Sieht echt aus, als muss das so. Ich brauche mich da polieren, ne? Hat eine Schweinearbeit, Alter. Ja, von den Nacharbeit ist das blöd, ne? Wenn du halt. Oh, die gelbe Antenne, die hat doch was. Seid ist cool, ne? Der kommt wirklich gut. Ja. Also, man kann sagen, was man will. So gelb war der noch nie. Puh, wie glatt der Lack geworden ist, ey. Gut, du hast ja auch poliert. Riecht ja von der Politur hier. Das ist ja Spezialpolitur, ne? Ja. Das ist so eine ganz harte nur, ne? Ganz hartes Zeug wahrscheinlich. Das ist eine Hochleistungspolitur. Hochleistung? Hat die einen V8 drin oder was? Ja, der Preis ist auch auf Hochleistung, Alter. Ja, aber die holt aber alles raus, ne? Das ist extra für sowas, ne? Ja? Ja, die ist extra für, wenn du lackiert hast oder so, ist extra so eine Politur. Kannst du eine Baumarktpolitur, kannst du den vergleichen. Das ist geiles Zeug. Also, man kann sagen, was man will. Auch der schwarz-matte Eckdeckel passt super aufs Auto. Da hast du überhaupt mit angetan mit dem Scheiß. Mit diesen Aufkleberresten, oh, ne? Ja, glaube ich dir aufs Wort. Hast du alles abgepult, ja? Ja, mehr Flex und deine Lackbüsche wird runtergekommen. Ja, einzige Möglichkeit. Ja, und damit verdünnt nachgewaschen, ne? Auch der schwarze Deckel, das kommt ganz geil, dass der komplett schwarz ist. Ja, finde ich auch. So ein bisschen Kastel hat nämlich keiner, weißt du? Ja. Die Rückleuchten kommen schick, das Auspuffrohr sieht erstaunlich neu aus, wenn du hinten rausguckst. Hast du angesprüht, ne? Ja. Und von hier guckst du nichts, ne? Alter, das sieht richtig geil, wenn wir den Museum stehen haben, die Tage, Alter. Richtig geil. Steht da draußen nachher? Hm? Das Museum steht da draußen? Ja, mal gucken, ne? Aber draußen siehst du nichts davon. Dann stellen wir ihn nach draußen. Draußen ist so geil. Dann stellen wir ihn nach draußen für den Show-Effekt. Ja, aber egal, wie du es drehst und wendest, Alter, das ist ein Tag- und Nachtunterschied zu vorher. Ja, wirklich jetzt. Der glänzt wie blöd, ne? Ja, wirklich. Also guck mal, wie der vorher ausgesehen hat. Ich meine, wie der Feuer aussieht, kann man ja relativ einfach sehen. Wenn man die Haube aufmacht, sieht man ja genau, was Faser war in der Karre vorher. Warte, womit haben wir denn den Haubenzug? Voll aus der Übung bei der Kiste. Bin so lange in der Ecke gestellt und nicht mal angefasst. Guck
Guck mal, Unterschied vom Lack. Weißt du, was ich meine? Fast 5 Liter Klarlack drauf wieder, ne? 5 Liter Klarlack? Ja, fast 5 Liter. Ich muss so viel ausgleichen. Mit Klarlack hier, ne? Ja, ja, klar. Ich muss in der Vorarbeit sparen. Ne? Ist doch alles Übung, was dafür das ist. Ja. Ist alles Übungssache. Und ich würde mal sagen, Übung hast du jetzt. Alter, ist der Motorraum gelb. Puh, alles nur Sprühdingsen hier. Schleifstaub ist halt nur. Ja, genau. Bin gespannt. Sieht cool aus, ne? Geile Karre. Tommy, gute Arbeit. Wirklich. Mir gefällt das auch. Ne, also ein bisschen ärgerlich. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt. Der wäre noch ein bisschen besser geworden. Aber ja gut, du hattest ja auch so deine Problemzone mit dem Ding, ne? Ja, mit dem Lack. Ne, kann, kann mein Lack irgendwo mal ein bisschen hoch oder irgendwas. Aber ganz komisch, ne? Da weiß ja gar nicht, warum. Also unterm Strich, wenn wir ihn nachher richtig waschen, komplett. Ja, der wird einmal nachpudern mit Hartwachs nachher, ne? Alter, dann glänzt der richtig. Ja, ich muss jetzt einmal mit der groben Folie vorpolieren, dass der ganze Scheiß rauskommt, dass der glatt wird. Und dann kommt dann man kann glatt glauben, der ist neu lackiert. Könnte man glauben. Mal gucken, kann man hier den Lackunterschied noch sehen? Ja, ist der hier? Lackunterschied? Ja. Da hast du ihn aber noch. Ein Rand siehst du ihn. Ja. Nee, das hast du das beseitigt. Ich wollte mal gucken vom Farbton her, aber das, ich hab die richtigen Farbton. Das ist Lagos Gelb. Ja, genau. Das hat dieses Ding daran, das wusste ja nicht, welche Farbe. Ich habe mich ja wirklich nur so blind bestellt, ne? Der Spiegel ist halt scheiße, dass die halt schwarz sind, ne? Nein, die sind aber original, sind die aber auch schwarz. Dann passt das doch, also gut. Aber leider fehlt ein Teil. Wie? Wie, wo, was, wo? Hier habe ich mal schwarz gemacht, hier. Ja. Nachduschen. Ja. Mir fehlt ein so ein Deckel. Ach scheiße, echt? Liegt jetzt nicht in der Karre noch drin irgendwo? Nein, ich habe einen einzigen gefunden, der ist kaputt. Kommt nicht wieder kleben? Da fehlt ein Stück. Und die Ecke fehlt. Kommt da drunter und dann kommt der Spiegel davor. Scheiße, aber kommt geil. Auch diese Mattgeschichte kommt ganz geil. Ja, fand ich auch. Hab ich gedacht, wenn schon die Hecke schwarz matt ist und die Scheibenrahmen da. Ja, passt das zum Rest. Ja, ja klar. Also, Alter. Können wir mal Leben halten. Kann man ein Posttor draufkleben. Können wir mal Leben, dann sieht man das richtig. Ich wollte jetzt Geld machen, aber das weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, geile Arbeit. Ich finde das so, ein schwarzer Mann ist ein bisschen schicker. Sieht echter aus. Ja, sieht aus, muss auch so, ne? Ja, aber passt zu den Scheibenrahmen und so, ne? Aber scheiße, ich habe 4 Spiegel in der Karre und eine so eine Dichtung oder was? Ja, ein so ein scheiß Blende fehlt. Ah, da ist er doch. Nee, ist die kaputte. Ja, das ist die kaputte. Kann man doch gar nicht sehen, nimm doch die. Guck mal, das ist doch die Unterkante gar nicht. Ja, die untere ist das, ne? Ich kann die mitnehmen, aber müssen wir ausprobieren wieder. Ja, nimm die doch mit, was soll's. Haben wir nichts anderes. Egal. Besser als ohne Spiegel. Ja, stimmt. Du weißt selber, bis ich so ein Scheiß Spiegelblende besorgt habe, weißt du, was ich meine? Dann bis dahin ist die Karre schon wieder grün, gegrün spannend. So, häng ich jetzt hier hin. Perfekt. Dominik, saubere Arbeit. Los, Alter. Ich muss das mal ja, das ist halt, wenn man arbeitet, ne? Aber siehst du, das Ergebnis überzeugt ja, ne? Sieht nicht schlecht aus. Sieht echt geil aus. Weil man überlegt, dass das Ding am Ende auf dem Hof steht in Schick. Ja. Hat dann noch ATS-Kappfelgen drauf. Ja. Alter, der kommt dann richtig geil. Ne? Das neue Armaturenbrett, was er drin hat, dann einmal richtig aufbereitet die Karre. Alter, das sieht dann aus wie aus dem Werk. Fast. Wenn man so überlegt, Tank noch nicht mal angeschlossen. So was halt du auch nicht eigentlich. Aber so drin, aber egal. So, nicht anders. Ist schon witzig da drauf. Läuft. Sauber, Mann. Danke, Alter. Ja, kein Problem. 100%iges Ding. Ja, kann man mitleben, ne? Kann man wohl nicht mitleben. Draußen wird die Fleischwurst. Ich weiß schon, wo die nächste Gurke hinkommt. Deine Frau aber wird sich. Aber diese müssen mehr Zeit, bitte. Deine Frau wird sich bedanken, Alter. Oder mach nichts. Die wird sich echt bedanken. Schon wieder eine Gurke von mir. Nee, schon wieder kein E30 machen. Für den Arsch. Wir stand im Scirocco. Beim Scirocco. Ich glaube, ihr könnt ihn fertig beobachten. Also er kommt noch mal zu mir, Dominik, mit der Karre. Wir reparieren noch mal ein paar Sachen dran, zusammen in der Halle, aber letztendlich wird es dann halt zusammengepflegt. Wer bist du eigentlich? Was bist du eigentlich? Ein Grashüpfer, das ist doch so ein Kollege. Komm her, weg damit. So, jetzt fahren wir mal eben bei Thomas Jünger vorbei, bei einer Werkstatt, die gleich in der Ecke ist, weil wir haben nämlich kein Ventil mehr. Keine Ventile mehr. Wir brauchen jetzt ein Ventil für unser Ascona C-Projekt. Weil ist halt ventillos. Scheiße, ist eins kaputt. Da ist übrigens ein Schlauch drin vorne dem Reifen. Rennt die Gurkenreparatur. Deswegen kriegt er jetzt alles neu. Hier meiner Träume. Das ist das Ventil, aus dem Träume gemacht worden sind. So, jetzt fahren wir zur Score. Und bei der Score kommen wir mal ein bisschen um den Kaki. Jetzt muss mal gucken, ob ich sie beschnacken kann, weil die haben so eine Waschanlage, eine automatische.
Da komme ich natürlich nicht rein, aber die haben auch einen Vorwäscher bei der Score. Das heißt, wenn ich den ein bisschen betüdeln kann, vielleicht kann ich ja dann einfach den Vorwäscher beauftragen, den Kaki vorzuwaschen. Und dass der halt damit die Wäsche macht. Oha. Läuft nicht die Karre. Hä? Was ist das? Setzt ein Pott aus. Ich fahre gerade nur aus zwei Pötten. Irgendwas stimmt da nicht. Läuft wie Scheiße die Karre. Ja, zieht nicht. Zieht überhaupt nicht. Da ist irgendwas los mit der Kiste. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Score-Spezial-Spa für gurkige Autos. Fahren jetzt erstmal an die Reifendruckgeschichte ran. Füllen mal die Reifen auf. Dann gucken wir gleich mal, warum die Karre unten rund läuft. Ich glaube, ein Zündkabel setzt gerade aus. Ich habe sogar schon eine Idee, welches Zündkabel aussetzt. Weil ich habe ein Zündkabel, was gerne mal rausrutscht. Dann läuft die Karre nicht mehr. Ich kenne noch meinen Kaki. Ein bisschen und schon spackt die Kiste wieder rum. Pass auf, ich glaube, das ist dieses Zündkabel hier. Das rutscht, nee, das ist drin. Das ist fest. Rutscht mich gerne mal raus. Das hier, oh hier, guck mal. Ich hab ihn überall da gefunden. Zündkabel hat sich hier gelöst. Also die sind alle so locker, die Zündkabel. Also so würde ich auch nicht laufen wollen. Was ein Schrott. Was ein Schrott. Da haben die es beim Trabi besser gemacht, ne? Mit diesen großen Zündspulen, die ja auch noch drin sitzen. Um zu zeigen, dass beim Trabi solche Zündspulen drin sitzen. Das sind übrigens die Ersatzzündspulen. Falls mal einer aussteigt, dann kann man die immer nehmen. So, das sitzt, der sitzt. Naja, der sitzt so halb, das VW. Und der sitzt auch okay. Gut, muss die Karre eigentlich wieder laufen. Hoffe ich mal, wenn nicht. Wenn nicht, schrauben wir mal eine andere Kerze rein, weil Kerzen haben wir ja auch genug dabei. So, eben Luft auffüllen. Und dann gucken wir mal, ob wir die Karre von innen ein bisschen aufgeräumt kriegen. Weil das ganze Auto sieht aus wie der Müllkette. Ich will den so wieder haben, dass ich wieder einsteigen kann und losfahren. Außer halt diese Handbremsgeschichte. Wie gesagt, die kann ich gerade nicht machen, weil ich keine Teile habe. Weil ich brauche ihn wieder. Ich will damit am Mittwoch, wie es nach jetziger Planung, nach Michi fahren. Das sind auch 150 Kilometer. Und die sollte der auch packen, weißt du? Da brauchen die mit so einer halben Scheiße hinfahren. Warum wir hier nicht in der Waschbox fahren mit dem Auto? Es gibt in Friedeburg keine Waschbox. Also keine normale öffentliche Waschbox, wo man einen Kärcher kärchern kann. Wenn du nach Friedeburg zur Waschbox willst, musst du immer nach Sande fahren. Sande sind aber ungefähr 15 oder 20 Kilometer. Und das dauert mir zu lange. Deswegen versuche ich jetzt über das Squad mit dem Vorwäscher zu arrangieren, dass er mich eben dauerhaft vorwäscht. So, mal gucken, ob die Karre jetzt runter läuft. Jo, wir alle Pötte da. Hier zu Hause. Vorne haben wir übrigens links der Reifen, hatte hier 1,1 bar und der rechte hatte 1,2 bar. Also war auf jeden Fall mal nötig, mal 2,5 bar raufzuknallen. Fand eine Scheiße. Aber einer war, ich fahre ja auch Felgen für hier für Diagonalreifen und fahre da Radialreifen ohne Schlauch drauf. Also auf Schlauchfelgen. Also kein Wunder, warum das nicht so ganz funktioniert. So, ich gehe mal gucken, ob ich da jetzt irgendwas hier betüdeln kann mit den Jungs. Meine Werbung für die Score mal so unbezahlt und keine Ahnung was, aber guck mal, 2 Euro kostet das und ein anderer Typ wäscht deine ganze Karre ab für dich. Für 2 Euro mit Vorreiniger, Abspülen, allem drum und dran. Und du kannst hier sitzen und so eine scheiß Dose saufen. Also ohne Scheiß jetzt, mit der Waschbox bezahle ich mehr. Also mit so einer normalen Waschbox. Muss ich es selber machen, das ist geil. Aber das Angebot mit der Vorwäsche werde ich öfters annehmen hier, weil die Waschanlage selber ist halt bei den meisten Autos, ich habe nicht möglich, weil Problem ist halt Dachträger, ne? Oder irgendwie der Rammbügel am Quorenweg, immer so eine Scheiße halt, die immer am Weg ist. Läuft. So, haben wir gleich mal die äußere Optik schon mal fertig, dann können wir ein bisschen Farbe nehmen, ein bisschen was pinseln, weil der Lack am Matschendecken wieder abgegangen ist. Und dann gehen wir in den Innenraum bei, weil der Innenraum sieht echt furchtbar aus. Ich habe dieses Auto echt vernachlässigt und das will ich jetzt gerade wieder gut machen. Vor allem, weil ich damit fahren möchte. Übrigens, geil, ne? Der Passat hier. Voll schick finde ich den. Tiefer gelegt, Mercedes-Radkappen drauf, geile Farbe, auch ein schönes Auto. Finde ich so. Ne? 35 hier haben wir ja auch schon durch. In unserer Gurkenwelt. Das ist die Aufgabe der Welt, ne? Daily-Auto bei Max Bishop zu sein.
Weil die sehen immer alle aus wie Scheiße. Die tun mir immer richtig leid, die Autos. Da müssen sie aber durch. Und der Kaki, der hat halt jetzt einen Winter mit mir durchgemacht. Und so sieht er jetzt halt mittlerweile auch aus. Jetzt aber vom Lack her wieder schön sauber. Es kommt wieder richtig die Farbe durch. Richtig cool. Jetzt haben wir ein bisschen trocken gleich mit 100 km/h. Einmal die große Runde. Und dann hier kümmern wir uns mal um die Innenraumgeschichte und die Lackpinseleien. Dann sieht die Kiste wieder aus wie neu. Dann können wir da wieder durch die Gegend ballern. Wie gesagt, ich will mich ja nicht für mein eigenes Auto schämen. Fragen, was die hier machen. Ne? Die sind gerade mit so einer riesengroßen Asphaltfläse dabei, schon seit 3 Stunden den kompletten hier, die komplette Straße hier aufzuschneiden. Was die wohl vorhaben, das ist eine ganz gute Frage. Mit so einer riesen Flex, so einer Asphaltflex, bis hier vorne, den ganzen Rand hier lang. Auch hier so rechts runter, seht ihr das? Rechts vor links. Genau, fahr ruhig. Alter, ist ein Mercedes rostig. Junge! Tipo ist neu. Man kann es sogar so drehen, guck. Was ist das denn für ein Schmutz? Okay, da können wir uns drauf einigen. Wenn man sich bewegt, geht's noch. Also es ist ein Spezialventil. Über 80 Liter Luft. Wenn du so herangehst, so. Okay, ich habe das neue Ventil verstanden. Das ist eine ganz gute Idee gewesen. Gordon, ich habe den neuen Scheiß entdeckt. 2 € bei der Score-Tankstelle Vorwasche. Für 2 €. Dann ist ein anderer Typ, der wäscht seine Karre komplett. Und sieht, da haben sie dann raus wie neu. Richtig Schnäppchen gemacht. Wie sie nur wegen mir gemacht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall voll fair. Das habe ich schon mal hier so. Das sieht schon mal tankig aus. Da gibt es keinen Rücklauf bei denen. Wie, der hat. Hat er nicht? Keinen Rücklauf. Nein, hat er nicht. Nee, ist ja auch ein Vergasermotor. Das 5er nicht, der hat ja nicht sowas. Hat er auch nicht. Das ist ein Vergasermotor. Ja, die haben auch Motor Rücklauf. Ja, ja, okay. Aber der hat keinen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also ist das schon mal gut. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinten lösen. Der alte Opel-Fachmann. Der alte Opelmann wieder. Ja. Er ist ein alter Opelmann. Das lösen wir nicht. Das lösen wir nur so, indem du neuen Spritstoff kaufst. Ah, schon wieder. Du hast einen Fall. Du musst ja vorher gucken, was du bestellst. Oh, der ist doch geil. Können wir den mit der Schelle? Yes. Gibt es eine Innenschelle? Nee, wird schwer. Das wird schwer, glaube ich. Wir nehmen eine. Es ist jetzt nicht das Problem wie beim R5, sondern andersrum. Ah, scheiße. Ja, beim R5 ist er relativ easy zu lösen. Guck mal, hier geht einmal. Hier ist ein dünner Anschluss. Der ja. Anschluss geht hier durch. Ja. Also hier durch diese Schelle, hier durch. Ja. Geht hier rüber und endet hier. Ist uns aber egal. Das ist die Tankentlüftung. Die Tankentlüftung, genau. Dann gibt es hier noch den dicken. Der geht hier. Ja. Hier durch und da rein. Und der ist wichtig. So, und den brauchen den wir. Brauchen den wir. Brauchen wir. Natürlich brauchen wir. Klar brauchen wir den. Das gute Ventil. Der gute Ventil, das neue. Und ich habe das mal gemessen. Und der Durchmesser ist so dick wie hier der Außendurchmesser. Also wird das ein Problem. Oh, ja, hast recht. Ist ein Außengewebe. Warte mal, vielleicht durch einen ausgeleierten. Oh. Ein ultimativ. Layer mal drauf los. Nee, das passt nicht. Nee, das geht nicht, das Gewebe ist so stark. Scheiße, ey, ich habe ihn nicht so dick eingeschätzt, den Schlauch. Ey, ich hab 2 geholt, die sind beide leicht dick, ne? Die sind beide leicht dick, 3 okay. Hast du sogar geholt. 3, 1 Meter, 1 Meter und 2 Meter, so wie ich das sehe. Ich kenne da nichts. Ja, ist ja auch gut. Kann ich bestimmt für die Zündung noch irgendwie gebrauchen. Ne? Nee, aber ehrlich, ich hab nur gedacht, je mehr Spritschlauch wir haben, desto besser ist es, auch fürs Lager. Der muss ja hier auch neu. Aber wir haben nichts. Der muss neu, ist klar. Oh, guck mal, der ist nicht mehr so schön. Ja, der ist so ein bisschen, da kannst du hier custom-mäßig ist. Den lege ich bis hier hin an die Schelle ran und dann ist das gut. Ja. Da kann ja auch da runterlaufen. Leuchtet der, kommt der eh nur, er entlüftet doch eh nur. So eine Lüftung, ja. Der leuchtet nicht. Ja, aber er hat ja Zulauf, der muss halt anders, ist klar. Ne, wir brauchen nicht drüber reden. Das ist ja die Hauptleitung, die andere. Ja. Guck mal, dann kommt er hier an. Nee, hier, guck mal, hier ist doch der Tankausgang, ne? Das ja. Ist der Tankausgang. Das ist der Ausgang, ja. Genau. Ja. Das ist hier nur in Lüftung. Das ist dieses Ding ist, dieses Teil hier ist, diese Sperre, weil es auf dem Dach liegt. Ja. Das hier. Der Kasten da oben. Siehst du das? Ja, stimmt. Beides in Lüftung. Ja. In Lüftung wahrscheinlich Rücklauf, wenn er irgendwie überläuft oder sowas. Ja, warum auch immer. Ja, ist halt so. Könnte sein. Der ist auch nicht mehr so ganz so gut, der Schlauch. Auch der geht auch, das ist doch fast noch in Ordnung. Ja, ist halt dieses typische Scheunenfund-Ding, ne? Ja. Deswegen ist es halt, alles was Gummi ist, ist halt Schrott. Den habe ich schon abgemacht. Den mache ich gleich ab hier. Ah, das wird schon gehen. Warte mal, gucken wir mal jetzt hier. Die Leitung hier, die haben wir ja da, die würde passen. Die haben wir.
Wieso, was ist denn mit der? Die würde auch passen hier, oder nicht? Ja, was gefällt dir? Ja, ich würde natürlich durch einen neuen Schlauch ersetzen. Weil der alte Schlauch, der schon durch ist. Siehst du, wie feucht der hier ist? Ja, das Innen, das ist halt das Gummi-Innen, das ist porös, Außengewebe ist halt. Für Nachteil bei Außengewebe-Schläuchen. Dann geht's hier und dann ist es ab da ja wieder in Ordnung. Das passt. Und die feste Leitung können wir ja lassen. Das habe ich schon gemacht. Ja, geil. Also dann können wir das ja schon mal. Also der müsste ja gleich ja nicht mehr laufen, der Wagen mit dem Tank. Müssen wir die Tankerlüftung richtig bauen. Wie hoch sitzt das dran? Da oben am Tank, ne? Ja, schön. Also man kann den Tank befüllen, wenn wir das fertig haben. Oder ist das falsch? Ja, dann müsste die Karre ja erstmal laufen. Und dann muss ich halt diese Tankerlüftung besorgen. Das ist ja ein Problem. Ja, den einen Schlauch. Zwei. Ein. Oder einen guten. Wieso zwei? Einen haben wir doch. Ja, ja, gut. Hast recht. Einen. Haben wir doch. Stimmt. Hier? Sieht schlecht aus mit Schellen. Ich hab jetzt ein. Ja, ich muss mich hier besorgen wieder, ne? Ich hab schon wieder alle Schellen. Ich hab einen Adapter. Aber ich hab einen Adapterschlauch gebaut. Guck, hast du mal einen geilen Adapterschlauch gesehen? Ich brauch nichts. Warte mal, die Schlampe. Da hol sie mal. Ich hab nichts. Hinter gesagt, das ist scheiße. Guck, Adapterschlauch gebaut. Von da nach da. Dann hier hoch und dann da drauf. Das geht. Benzinfest. Tank und Luftung läuft. Buch. Ja. Buch, was sagt Buch? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Buch sagt, es gibt keinen Rücklauf. Da, Schlauch, bla bla. In Verbindung mit den Motoren 13S, 16S, es sind keine Rücklaufleitungen vorhanden. Okay, die Vergasermotoren haben keinen Rücklauf. Okay. Gut. Okay. Da würde ich mal sagen, da haben wir auf jeden Fall eine, die wir blind legen müssen. Guck mal, wir haben die große Tankanlüftung und da haben wir doch hier diese Leitung, die hier von da rauskommt. Die muss doch da ran. Wofür bitte? Erklär mir mal bitte, wofür diese. Die geht da hin und geht da wieder raus. Was ist das für ein Dreck? Wofür brauchen wir die? Sag mal. Da, hier kommt sie raus, da hängt sie. Hä? Stimmt? Das ist doch völlig. Warte mal. Ja, gut, den Wagen gibt es ja verschiedene Motoren, ne? Weißt du, was ich meine? Meinst du, haben sie vorsorglich meine Leitung hingelegt? Nee, aber die haben denselben Tank. Ja, aber. Weißt du, was ich meine? Wir machen ja nicht für jede Motorvariante einen anderen Tank. Also einen anderen Anschluss sehe ich da nicht irgendwie. Nö. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir hier die Tankanlüftung von hier aus, gehen da hoch an diesen Befüllklaus da oben und müssen es eigentlich gehen. Guck mal, da ist noch ein Schlauch. Hat er noch einen? Wo? Was? Alles, was geht. Jeder Schlauch mehr, der macht mein Portemonnaie noch ärmer. Weil die nicht gerade hinbelieg sind, diese scheiß Spritzschläuche. Ach du Scheiße, guck mal, was da ist. Wer ist der Große denn? Guck mal, hier. Hier ist noch ein Schlauch. Weißt du, was das ist? Das ist der Überfüllklaus. Und ich glaube, der Überfüllklaus, der geht an den großen Schlauch dran. Glaube ich auch. Ja, hundertprozentig. Der geht an den hier. Ja, genau. Und dann gehen die anderen beiden da oben ran. Die beiden Tankanlüftungen. Rätsel gelöst. Wunderbar. Glaube ich alle auch. Scheiße. Glaube ich auch. Ja. Im Schwarz. Das ist eine gute Farbe. Scheiße. Viel zu schwarz. Verschwendung ist das. Das ist nämlich Schutz. Dings hier. Das ist ja Temperatur. Ja, das ist der einzige Lack, den sie bei Action noch haben. Den du matt schwarz kriegen kannst. Alles andere ist ein Metallic-Kamm. Deswegen muss ich Temperaturlack nehmen. Aber so Felgen mal so abends an einduschen, reicht das doch. So, ich bin auch so ein Kacki bei. Guck. Ja, das ist der große Schlauch, klar, hundertprozentig. Oh, das ist eine Schelle. Ja, die war so dreckig, Alter. Die kann man gar nicht sehen, ne? Ne, die war so dreckig, jetzt habe ich es einfach reingelegt. Guck. Aber der hat ja keinen Rost im Radkasten, erstaunlicherweise. Aber sind immer weg. Manche Sachen sind gut an dem Auto. Eigentlich alle Sachen sind gut. Nee. Das kannst du so nicht sagen. Ich bin voll zufrieden mit dem Ding. Ja, er ist zufrieden. Der hat auch erstaunlich viel Arbeit schon gefressen, ne? Kann ja auch hier mit einem, was weiß ich, auflaufen. Du bist immer noch zufrieden. Also am zufriedensten bin ich am Ende, wenn die Zahlen bei dem Ding stimmen. Dann bin ich ganz zufrieden. Siehst du, da haben wir ein Problem. Weil das ist ja wirklich so eine Restaurationsgeschichte, das Ding hier. Ja, stimmt echt. Aber wenn er funktioniert, dann machen wir sowas öfters. Auto so richtig ganz, ganz heile und so. Schön. Sieht das gleich wieder besser aus. Sandscheiße aus, ne? Ja, Radkasten sieht aus wie Sau. So, ich gehe mal zum Kacki. Ich kack mal eben noch mal ein bisschen ins Auto, ne? Weil der Kacki, der braucht auf jeden Fall jetzt eine Kur. Eine Kackkur. Entkacken. Ihr seht, der Lack ist wieder schön. Da kann man schon mal. Was ist das denn hier? Good Cop Busverhur. Läuft. Holland lässt grüßen. Aus wie Scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Komplett aus wie Scheiße. Das war halt so ein typisches Daily-Ding. Ich habe immer alles reingeschmissen, bin mal durch die Gegend gefahren. Hier auch
Fußraum immer voll mit ewigen Stinksenschnipseln voll. Energy-Dosen liegen da drin. Hier auch, hier vorne. Alles. Der kann doch jetzt wieder raus, weil der Kacke hat mir wieder Bock. Die Batterie ist auch neu. Deshalb, aber ich würde den Kacki halt als Ersatzauto halten, als vollkommen fahrbereites Ersatzauto. Wenn ich mal ein Auto dringend brauche, ein Kombi brauche, habe ich den ja. Weil der Kacki hat nämlich alle Vorzüge eines Kombis, weil der ist erstaunlich groß, also wirklich. Wapo kann sagen, was du willst, 353 Kombi, super Auto. Also wenigstens so für das, was die so Sachen transportieren wollt und sowas. Cooles Teil. Wie gesagt, und mittlerweile ist er ja von Friedeburg aus bekannt als der Gurkenlaster. Habe ich ja gerade mehr Score mitbekommen. Der Gurkenlaster, Alter. Ich dachte, was ist denn da los? Haha. Oh. Alles voll mit Müll. Wann fange ich ihn jetzt an? Scheiße. Der kluge Wartburg-Fahrer ist gebildet. Läuft. Irgendwelche Ersatzteilhüllen, Spiele. Die können ja eigentlich auch jetzt raus. Ein Abschleppseil, Jodis Kinderspielzeug. Das ist genau das, was ich auf jeden Fall immer im Auto brauche. Zwar alles hier reinpacken. Ein Spiegel, weil ich gehe da jeden Tag einen Spiegel kaputt, da haben wir immer einen Spiegel dabei. Alter, was für eine Scheiße in der Karre liegen. Ja, okay, die kann auch wieder ins Auto rein. Ach, oha, ein Tankbon? Nee, Scheiße. Nee, das ist für heute die Wäsche. Hier, Vorwäsche 2 Euro. Kann man nichts zu sagen. Also wirklich jetzt, also mein Respekt. Irgendwelche Tablettenhüllen. Oh, Pfanddosen, geil! Ja, Öl haben wir noch drin. Hier ist noch fast voll. Da ist noch Wasser unten drin. Das ist mein Mischbehälter. Das schon mal, das kann so bleiben. Ich werde den Wagen gleich ausfegen. Also das ist ein Auto, was ich tatsächlich nicht aus Kärcher oder irgendwas. Oder aus Sauge, ich fege es immer aus. Warum? Weil es ein Nutzfahrzeug ist für mich. Ne, der Kackburg ist für mich ein Nutzfahrzeug. Aus. Außer halt hier ist noch ein bisschen gurkig. Oha! Oh, was ist das denn hier? Keine Ahnung. Oh, ein Scheibenwischer. Das war abgebrochen. Schade. Klebeband, Flyer von mir. Ja, geil. Wieder Zeug gefunden. Was ist das denn für ein gelber Zettel? Frohe Weihnachten. Allen, weißt du warum? Es regnet. Scheiße. Und meine ganze Karre steht draußen auf dem Rum. Meine Büchlein. Ich fahre einen Wartburg. Ja, ich auch. Egal, das reicht. Ich wollte ihn eigentlich noch aussaugen. Aber habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Das ist immer bald ausreichend. Komm erstmal hier hin. Ich fahre einen Wartburg. So, kann der Kacki wieder rein? Übrigens, ich habe ein Rostloch gefunden, ne? Guck mal hier. Warte, da. In der Tür. Finger durchstecken. Die Tür ist mal voll in den Arsch. Ich glaube, ich habe ihn noch auf Lager. Hier in Rostungsarbeiten wird mal wieder. Kacki ist auch wieder dran. Ne? Aber gut, der hat auch ein bisschen Luft. Bis zum nächsten TÜV. Oh, Licht angelassen. Nicht gut. Nee, Blinker angelassen. Ist nur Partlicht. So, Freunde, das war mal so ein kleiner lustiger Spezialeinblick in mein Leben. Ach, Scheiße. So ein Spezialeinblick in mein Leben, tatsächlich. Das ist dieses typische Chaos halt dahinter. Oh, ich putze mal eben schnell mein Auto. Daran seht ihr, wie viel bei uns davon nochmal abhängt. Das halbe Leben. Ah, der Motor läuft geil, ne? Ja, was meint ihr? Hält er die Tour durch am Mittwoch zu Herrn Wagenlöhner? Ich habe gedacht, der ist mal wieder dran mit ein bisschen Kilometer. Der Arme hier. Vor allem ist das Kombi sehr praktisch. Das ist ein Gerödel. Wir können auch mit einem anderen Auto fahren, weil ich habe mir noch einen Golf 3, den ich verkaufen kann. Für den Autohandel, weißt du? Anderweitig, ich brauche noch mehr Projekte. Eigentlich nicht, ne? Momentan habe ich ja nicht autohandelmäßig die Bude voll. Ihr Betrieb hier, beauftragt, das Auto hier zu lackieren. Seht ihr das? So, schön ein bisschen die Kanten gemacht. So kann der Kacki wieder kacken. Wie gesagt, das ist eigentlich auch eine ziemliche Obergurke. Ne? Der war immer schon ziemlich auf, der Wagen. Aber bei mir wird er lange halten. Das ist so wie der LT. Das sind erste Autos, die eigentlich schon so am Ende sind. Aber wir halt immer zusammenflicken, dass die weiterfahren. So, nicht anders. Gut, Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Gott hat die Spritladung drin. Das heißt, wir können den Ascona nachher noch starten. Also das läuft schon mal. Und ja, ich tüdel noch ein bisschen weiter. Ich habe noch ein bisschen LT-Geschichten tatsächlich vor. Wie gesagt, munter. Bis dann. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Ciao.
Bum 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 b